In unserem dritten Tutorial zum Data und Insights Dashboard zeigen wir dir eine besondere Art, die Daten darzustellen. Dafür rufen wir zunächst wieder unter Ecosystem die Insights auf. Dieses Mal wählen wir in den Kategorien auf der linken Seite Investment Heatmap aus. Es öffnet sich eine Übersicht der Investmentrunden. Du kannst dir die gleiche grafische Darstellung für New Funds und Exits anzeigen lassen. Unter der Filterleiste kannst du, wie bereits im letzten Video gezeigt, verschiedene Schlagwörter eingeben. Auch der Button Advanced Filters ist wieder zu sehen und bietet dir die Möglichkeit, noch genauer einzugrenzen. Unter Change View hast du außerdem die Möglichkeit, anzupassen, welche Daten und welcher Zeitraum dir genauer angezeigt werden soll. Die Einstellungen lassen wir jetzt aber mal unverändert. Schauen wir uns nun aber die Tabelle genauer an. Auf der Y-Achse kannst du zwischen verschiedenen Kategorien auswählen. So erhältst du zum Beispiel unter dem Punkt Industries eine Darstellung der Investments in unterschiedlichen Branchen. Die X-Achse zeigt dir die Jahre an. Wenn du nun also wissen möchtest, welche Investments im Jahr 2020 für die Transportbranche eingesammelt wurden, klickst du ganz einfach auf das entsprechende Feld und schon gelangst du zu einer übersichtlichen Auswertung. Im linken Diagramm wird die Höhe der Investments gezeigt. Wenn du deinen Mauszeiger über einen Balken gleiten lässt, bekommst du außerdem weitere Informationen. Im rechten Diagramm siehst du die Anzahl der im ausgewählten Jahr getätigten Finanzierungen. Darunter findest du wieder die Übersicht, die dir bereits aus unserem zweiten Video bekannt sein dürfte. Hier werden dir Unternehmen aus der gewählten Branche angezeigt, die im jeweiligen Jahr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Mit einem Klick auf den Namen kommst du zur Profilseite. Nun hast du einige Funktionen unserer Insights kennengelernt. Hast du Lust, dein Startup einzutragen oder Datenpartner zu werden? Dann klick auf den Reiter Home. Hier findest du hinter den Kacheln nochmal alle wichtigen Infos. Viel Spaß beim Ausprobieren! Du hast Fragen oder Anregungen? Das Team von Munich Startup ist jederzeit für dich da.